Mylène Demon-Geaud, Französischer ist tot. Trauer um Mylène Demon-Geaud, 1935 bis 2022, die französische Schauspielerin ist am 1. Dezember im Alter von 87 Jahren in Paris gestorben. Das teilte ihr Pressesprecher unter anderem der Nachrichtenagentur AFP mit. Bekannt war sie vor allem durch die Trilogie Fantomas aus den 1960er Jahren, in der sie mit Jean Marais, 1913 bis 1998, und Louis de Funès, 1914 bis 1983, vor der Kamera stand. Mehr als 70 Jahre verkörperte die Französin, die bürgerlich Marie-Hélène Demon-Geaud hieß, eine Vielzahl von Filmrollen. Zuvor brach sie die Ausbildung an der Schauspielschule Cours Simon ab, nahm daraufhin aber Unterricht bei der Schauspielerin Marie Ventura. Ihr Filmdebüt gab sie dann 1953 im Drama Kinder der Liebe. Der große Durchbruch ließ anschließend nicht mehr lange auf sich warten. Durch den Spielfilm Die Hexen von Salem, 1957, von dem belgischen Regisseur Raymond Rouleau, 1904 bis 1981, wurde Demon-Geaud einem breiten Publikum bekannt. Die Rolle der Abigail brachte ihr zudem eine Nominierung als beste Nachwuchsdarstellerin für den British Academy Film Award ein. Schnell galt die schöne Französin als Sexsymbol und heimste eine Filmrolle nach der anderen ein. Etwa in Bonjour Tristes, 1958, mit David Niven, 1910 bis 1983, in der Verfilmung von Die drei Musketiere, 1961. In 12 plus 1, 1969, oder Der Rücksichtslose, 1974. Demon-Geaud war zweimal verheiratet, zuletzt mit dem Drehbuchautor Marc Simenon, 1939 bis 1999.